Nachdem wir uns vorgestern in dem TriStar-Video schon so ein bisschen dem, ja, Retro-Feeling hingegeben haben, können wir an der Stelle heute auch direkt wieder weitermachen. Wird also wieder ein Video für die Leute, die sich nicht nur für die Meldung an sich interessieren, sondern vor allem für die Story, die dahinter steckt. Denn die ist in diesem Fall, wie so oft, sehr interessant und bemerkenswert. Die israelische Fluggesellschaft El Al hat nämlich jetzt, so wie viele andere große Fluggesellschaften auch, ihre letzte Boeing 747 aus dem Dienst genommen. Und damit endet auch bei dieser Fluggesellschaft ein ziemlich langes Kapitel. Und die Geschichte der Fluggesellschaft und dieses Kapitel, das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Die israelische Fluggesellschaft El Al besteht seit dem Jahr 1948 und blickt damit auf eine verdammt lange und ziemlich interessante Geschichte zurück. Heute betreibt die Fluggesellschaft mit Sitz am Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv eine Flotte bestehend aus gut 40 Flugzeugen. Und dabei ist die Airline schon seit Jahrzehnten ein wirklich treuer Boeing-Kunde. Die israelische Fluggesellschaft gilt als eine der sichersten Airlines auf der ganzen Welt. Was auf der einen Seite sicherlich ein großer Pluspunkt ist, auf der anderen Seite ist das aber auch mit einem ziemlich großen und ziemlich teuren Aufwand verbunden. Es gibt besondere Sicherheitsvorkehrungen an den Flughäfen, und zwar nicht nur am Heimatflughafen der El Al, sondern an allen möglichen Flughäfen, die von dieser Fluggesellschaft angeflogen werden. Dazu gibt es ausgedehnte Sicherheitschecks für die Passagiere, was schon damit anfängt, dass Passagiere der El Al mindestens 3 Stunden vor Abflug beim Check-in sein müssen. Und es gibt nicht zuletzt auch eine besondere Ausstattung der Flugzeuge. El Al ist die einzige Fluggesellschaft auf der ganzen Welt, die all ihre Flugzeuge mit einem Raketenabwehrsystem ausgestattet hat. Ist wirklich so. Aber wir wollten uns ja die Geschichte und insbesondere die 747-Geschichte der Fluggesellschaft anschauen, und dafür müssen wir erst einmal ein paar Jahre zurück in die Vergangenheit. Entstanden ist die Airline, wie gesagt, im Jahr 1948. Und das mehr oder weniger durch einen unangenehmen politischen Zufall. Denn man benötigte ein ziviles Flugzeug, um den dann ersten Präsidenten Israels von einer Konferenz aus der Schweiz heraus wieder zurück nach Hause fliegen zu können. Mit Militärmaschinen, so wie das ursprünglich mal geplant war, war das zu diesem Zeitpunkt dann nicht mehr möglich, da unter anderem die Vereinigten Staaten ihre Hand über das Militär hielten. Tja, und ohne da jetzt genauer ins Detail gehen zu wollen, das Ganze passierte nur wenige Monate, nachdem Israel seine Unabhängigkeit erklärte. Und dass dieser Staat überhaupt entstanden ist, das hatte gerade zur damaligen Zeit einige schwere Konflikte zur Folge. Konflikte, die tatsächlich auch bis heute andauern. Das, was da passiert, kennt man hier alles unter dem Oberbegriff Nahostkonflikt. Das ist jetzt aber natürlich überhaupt nicht das Thema. Wichtig ist nur, dass gerade mal wenige Monate, nachdem der Staat Israel überhaupt entstanden war, schon die passende Fluggesellschaft dazu gegründet wurde. Und so kam es durch diese eben angesprochene etwas verzwickte politische Situation dazu, dass schon ein ziviles Flugzeug mit einer El Al-Aufschrift unterwegs war, bevor es diese Fluggesellschaft offiziell überhaupt gab. Der wirkliche Flugbetrieb der ersten staatlichen israelischen Fluggesellschaft begann dann im November 1948 mit 2 von American Airlines übernommenen Douglas DC-4, also mit propellergetriebenen Maschinen. Und gerade mal ein Jahr später war man dann Mitgründer für die zweitgrößte, heute immer noch zweitgrößte israelische Fluggesellschaft, die wir zum aktuellen Zeitpunkt unter dem Namen Arkia kennen. Damals gegründet als israelische Inlandsfluggesellschaft. Und von da an war die staatliche El Al eigentlich immer auf dem neuesten Stand. Es kam die Lockheed Super Constellation, mit der die Fluggesellschaft dann auf die Langstrecke gehen konnte. Und El Al war tatsächlich die zweite Fluggesellschaft überhaupt auf der ganzen Welt, die dann eine Bristol Britannia in die Flotte aufnehmen konnte. Das war eine Zeit, in der die neue Fluggesellschaft hauptsächlich Geld verbrannte. Denn eine ganz neue Airline, die noch nicht so richtig bekannt ist und die auch noch nicht so super viele interessante Strecken hat, die jetzt immer und immer wieder mit dem neuesten Fluggerät auszustatten, ist sicherlich cool, aber auch ziemlich teuer. Das sorgte dann aber nicht zuletzt auch dafür, dass El Al ziemlich schnell im Jetgeschäft mit dabei war. Damals, Ende der 1950er, Anfang der 1960er Jahre, war natürlich die neue Boeing 707 das absolute Maß der Dinge. Und El Al bestellte diese Flugzeuge. 1961 war die Fluggesellschaft dann profitabel und flog mit ihrer eigenen Boeing 707 den damals längsten Nonstop-Flug der Welt. Und zwar von Tel Aviv aus, vom Heimatflughafen der El Al, nach New York. Eine Strecke, die knapp 9.300 Kilometer lang ist und für die die 707 der El Al ohne Zwischenstopp in London dann 9,5 Stunden benötigte.
Die israelische Fluggesellschaft war also quasi von Anfang an voll mit dabei, gehörte zu dieser Zeit zu den wirklich ganz großen Namen im Airline-Geschäft. Und das, obwohl die Airline, und das ist gar nicht respektlos gemeint, obwohl die Airline sich natürlich an alle in Israel bzw. im Judentum geltenden Gebote halten musste. Und somit beispielsweise am Sabbat, also am Ruhetag der Woche, nicht fliegen durfte. Dazu musste die Fluggesellschaft über die ganzen Jahre mal mehr, mal weniger unter der angespannten politischen Situation im Land leiden. 1968 beispielsweise, da kam es zu der einzigen gelungenen Entführung einer El Al-Maschine. Ist aber gleichzeitig auch die längste Flugzeugentführung überhaupt, denn da haben drei Mitglieder der sogenannten Volksfront zur Befreiung Palästinas eine El Al-Maschine auf dem Weg von Rom nach Tel Aviv entführt. Das war eine Boeing 707 mit 38 Passagieren und 10 Besatzungsmitgliedern an Bord. Die Verhandlung mit dieser Maschine und natürlich den an Bord befindlichen Menschen zur Freilassung von 19 in Israel inhaftierten Arabern dauerte ganze 40 Tage. Tja, und vor dieser Entführung sowie auch nach dieser Entführung kam es immer mal wieder zu politisch motivierten Zwischenfällen bei El Al, was die Fluggesellschaft schon zu dieser Zeit zu entsprechend strengen Sicherheitsvorkehrungen zwang. Aber gut, die Fluggesellschaft gehörte wie gesagt zu dieser Zeit zu den ganz großen Namen im Airline-Geschäft. Und was passierte Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre bei den ganz großen Airlines? Sie mussten natürlich eine Boeing 747 haben, ein Jumbo. Und der kam auch bei El Al, aber das war ganz schön umstritten, denn das neue Flugzeug, im Falle der El Al, eine 1971 ausgelieferte Boeing 747-200, das war nicht nur teuer, sondern der neue Jumbo auf den längsten kommerziellen Verbindungen der ganzen Welt, ja, das hätte man sich schon irgendwie als attraktives Anschlagsziel vorstellen können und das hätte die Welt ganz schön aufgewühlt. Passiert ist unterm Strich dann doch nichts. Die Nummer mit dem Ruhetag war dann Mitte der 1970er Jahre auch erstmal vorbei, beziehungsweise man versuchte das Ganze erst einmal ein bisschen einzugrenzen, das heißt, die Flugzeuge, die am Sabbat im Ausland stehen, die dürfen dann losfliegen und kommen dann eben vor Sabbatanfang oder nach Sabbatende in Israel wieder an. Dafür gab es massig Kritik aus der Heimat, aber das mit dem Ruhetag, das war halt so auf der ganzen Welt verteilt, gerade auf der Langstrecke, nicht so wirklich praktikabel. Wirklich durchgesetzt hat sich das aber wie gesagt tatsächlich nur mit diesen massiven Einschränkungen. Das heißt, wenn Flugzeuge der El Al im Zeitraum des Sabbat in Israel waren, dann blieben sie dort auch definitiv am Boden. Und trotzdem, 1973 kam dann der dritte Jumbo in die Flotte, 1975 der vierte und 1977 dann der fünfte. Alles Passagiermaschinen vom Typ 747-200. Und in diesem Zeitraum stieg El Al auch ins ganz große Cargo-Geschäft ein und besorgte sich weitere Jumbos, teilweise gebraucht oder geleast von anderen Fluggesellschaften. Und so kam dann damals auch die 747-100 als Frachtflugzeug in die Flotte der El Al. Anfang der 80er Jahre machte die Fluggesellschaft dann erstmal wieder deutliche Verluste und musste daraufhin ein Sparprogramm durchlaufen, wurde dann vom israelischen Staat wieder fit gemacht und zwar mit einer weiteren Bestellung beim amerikanischen Flugzeugbauer Boeing. Diesmal gab es eine Handvoll 737-200 und für die längeren Strecken ein paar 767-200. El Al erweiterte daraufhin wieder das Streckennetz. Die neuen Jumbos flogen jetzt teilweise auch von Tel Aviv nach Los Angeles beispielsweise, auch das wieder die längsten kommerziellen Verbindungen, die man in diesem Zeitraum überhaupt so finden konnte. Und die Fluggesellschaft wurde tatsächlich wieder profitabel. Die in die Jahre gekommenen Boeing 707 wurden jetzt Stück für Stück durchgetauscht gegen neue Boeing 757-200. Und ganz nebenbei füllte man auch schon mal das ein oder andere wichtige Formular aus für die bald erscheinende Boeing 747-400. Die wahrscheinlich wichtigste Überarbeitung in der Geschichte der Boeing 747. Dazwischen liegen aber noch zwei spannende Ereignisse bei El Al. Eins davon ist sehr tragisch, denn eine Boeing 747-200 in der Cargo-Version ist bei El Al im Jahr 1992 abgestürzt, nachdem das Flugzeug im Steigflug über Amsterdam die beiden rechten Triebwerke verloren hat. Das war ein ziemlich tragischer Unfall mit 4 Toten an Bord der Maschine und 39 Toten am Boden. Dazu gibt es auch eine Mayday-Alarm im Cockpit-Folge oder sowas. Ist wirklich interessant, kann man sich mal anschauen. Sehr tragischer Unfall, wie gesagt. Ansonsten das zweite spannende Ereignis, das passierte ein Jahr zuvor. Und zwar hat El Al dort einen Rekord aufgestellt. Während einer 36 Stunden andauernden Rettungsaktion ermöglichte eine Boeing 747-200 der El Al, ebenfalls in der Cargo-Version, etwa 1100 äthiopischen Juden die Auswanderung nach Israel. Und das mit einem Flug.
Das heißt, da befanden sich in einem Flugzeug, das für knapp unter 500 Passagiere ausgelegt ist, auf einmal 1100 Menschen. Das ist eine ganze Menge und das ist bis heute Rekord. 1994 bekam El Al dann die erste Boeing 747-400, das damals größte und wahrscheinlich auch eines der modernsten Langstreckenpassagierflugzeuge der Welt. Und dann kamen auch noch ein paar Maschinen vom Typ 767-300 und im Jahr 2000 übernahm El Al dann die erste Boeing 777. Und auch die Boeing 737 in der Flotte der El Al hatte man dann mit den Versionen 737-800 und einige Jahre später auch mit der 737-900ER auf den aktuellsten und modernsten Stand gebracht. Und natürlich kam auch die Diskussion rund um diesen Ruhetag bei der jetzt ja immer größer werdenden Fluggesellschaft immer und immer wieder mal auf über die ganzen Jahre. Denn es ist schon ziemlich schwer vorstellbar, dass eine große internationale Airline einmal die Woche ihre Flugzeuge komplett am Boden lässt. Und man errechnete dann bei der immer größer werdenden Fluggesellschaft, dass die jährlichen Kosten dafür, diese Flugzeuge einmal die Woche am Boden stehen zu lassen, bei etwa 55 Millionen Dollar liegen. Und das ist natürlich ein extremer Nachteil für eine Airline, wenn sie diese Gelder einfach links liegen lassen muss. Aber heiliges Gebot ist nun mal heiliges Gebot. Insgesamt gingen über die ganzen Jahre 7 Boeing 747-400 in der Passagierversion durch die Flotte der El Al und 26 Boeing 747 in verschiedenen Versionen waren es insgesamt. In einem Zeitraum von fast 50 Jahren. Und jetzt am letzten Sonntag war es dann soweit und El Al führte den letzten 747-Flug durch. Eine 1995 ausgelieferte Boeing 747-400 der Fluggesellschaft ist diesen letzten Flug geflogen und zwar von Rom nach Tel Aviv mit einer durchaus etwas speziellen Warteschleife über dem Mittelmeer. Das, was man da gemalt hat, das dauerte insgesamt 1 Stunde und 45 Minuten extra auf die Flugzeit nochmal oben drauf, aber das war es, glaube ich, wert für den letzten El Al 747-Flug. Damit besteht die Flotte der Fluggesellschaft zum aktuellen Zeitpunkt aus 23 Boeing 737 in den Versionen 800 oder 900ER, wobei das ER auch hier für Extended Range steht. Dazu kommen noch 6 Boeing 777-200, alle noch mit einer First Class ausgestattet. Die hat allerdings nur 6 Sitze, befindet sich in einer Reihe in einer 222-Konfiguration, sieht ziemlich abgefahren aus. Aber das Flaggschiff der El Al-Flotte ist mittlerweile die Boeing 787-9. Denn davon hat man 13 Stück bestellt, 12 davon hat man zum aktuellen Zeitpunkt schon in der Flotte und diese Dinger sind auch wirklich auf dem neuesten Stand. Die strengen Sicherheitsvorkehrungen der Fluggesellschaft an den Flughäfen oder auch an den Flugzeugen selbst, also das Thema Raketenabwehrsystem, doppelte Cockpittür oder auch verstärkter Boden zwischen Frachtraum und Kabine, das sorgte alles schon für massig Kritik, ob man das jetzt braucht oder nicht oder ob das unnütz ist oder wie auch immer. Und für Passagiere ist es auch manchmal nicht unbedingt die angenehmste Wahl, mit El Al irgendwo hinzufliegen, weil dann eben so Sachen wie ein sehr verlängerter Check-in, Sicherheitsabfragen und so weiter dazukommen. Aber zum aktuellen Zeitpunkt scheint das ja alles noch ganz gut zu funktionieren, trotz der Tatsache, dass all diese Punkte den Betrieb der Airline natürlich deutlich teurer machen, als man das für eine Fluggesellschaft in dieser Größe erwarten würde. Naja, und trotzdem, die mittlerweile privatisierte El Al läuft und bleibt auch nach der Boeing 747 ein absolut treuer Boeing-Kunde. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch ja auch schon tatsächlich mal ein paar Erfahrungen mit dieser Fluggesellschaft gemacht. Ich freue mich auf eure Kommentare und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dann, lasst es euch gut gehen und tschüss.